Ja, heute eine kleine Runde bloß noch mal in die Stadt. Ich werde mit dem Motorrad reinfahren und das irgendwo stehen lassen. Wollte hier wieder noch ein paar Fotos machen für mein Dresden-Video. Wie öfters habe ich mir auch hier vorher einen Cache rausgesucht. Und zwar ist das ein Mystery-Cache. Also man muss ein Rätsel lösen. Zum Thema Frauenkirche. Ja, hier ist eigentlich ganz einfach gesagt, man hat das Foto von der Frauenkirche hier, so ein historisches, und soll sagen, wie viele Fenster man sieht und wie viele Türme, und dann kann man sich die Koordinaten berechnen. Ja, und der Cache liegt gleich in der Nähe von der Kirche. Also in Schweden habe ich mir noch rausgesucht. Glumis Tausendster. Er schreibt hier: Stell dir vor, du wärst eine Riesenbillardkugel und rollst durch die Gassen von Dresden. Rolle nun vom Startpunkt in Richtung 65 Grad. Und sobald du auf Hindernisse stößt, pralle ab und folge der anschließenden Gasse und so weiter und so weiter. Habe mir das in der Karte angeguckt, müsste ungefähr am Landtag da rauskommen. Und hier gibt es noch ein Spoilerfoto, nachdem du dort Ausschau halten sollst. Also, ich gucke mir die Sache einfach mal an. Gerade noch einen interessanten gefunden. Zum Dresdner Zwinger. Hier soll man Bildausschnitte finden. Und danach dann die Koordinaten berechnen. Sieht interessant aus, scheint aber doch ziemlich zeitaufwendig zu sein. Und da möchte ich für mich, da ich ja dann nie ganz so der Mann für die kleinen Blicke bin, möchte ich dann doch ganz schön Zeit investieren. Ob ich das mal machen werde, bleibt fraglich. Und noch ein schneller Ghost Cache, den ich auch noch mitnehmen kann, ist am Zwinger. Da gibt es ein Foto, was zwischen den Brunnen in Richtung Glockenspiel aufgenommen ist. Und du sollst dich an den Ort, von dem das aus aufgenommen wurde, hinbegeben. Und dort gibt es 8 gleiche Objekte aus Kupfer, Blech und Glas. Und du sollst dich dort jedenfalls fotografieren mit ihm. Und das reicht, um zu locken. Da ich also wieder das Glockenspiel nochmal mit aufnehmen wollte, ist das jetzt eine gute Möglichkeit, das mitzunehmen. Und zum Dresdner Schloss gab es noch einen. Auch ein Ghost Cache war das. Hier muss ich ein Bronzeguss oder irgendwo stand es geschrieben. Weiß ich natürlich, wo das Ding steht. Taucht in einem Video von mir schon mal auf. Und da ist gefragt, wie viele verschiedene Uhrzeiten an den Uhren dort angezeigt werden. Ja, das reicht jetzt erstmal. Wäre sowieso bloß die Hälfte suchen, wie ich mich kenne. Und machen wir los. Vorne liegt der Cache, aber den muss ich mir mal abends holen, wenn weniger los ist hier. Wenn wir der Kugel folgen, kommen wir hier raus.
und komme hier in die Frauenkirche drüber. So, hier ist wieder der Erlweinspeicher. Und wäre ich eine Kugel, würde ich genau hier lang rollen.
Mit diesem Blick könnte ich mir auch vorstellen, hier unter der Brücke zu wohnen. Schlafzimmer und da die gute Stube mit dem gedeckten Tisch. Ich stellte mir gerade wieder vor, dass ich eine Kugel wäre und kam zu der Erkenntnis, dass ich zu weit gerollt bin. Ich hatte eigentlich gehofft, hier an der Elbe den Cache zu finden, aber es gab hier nirgendwo eine Stelle, die der des Spoilerfotos ähnlich sieht. Aber dann kam mir hier doch die richtige Idee, wo ich nachsuchen soll. Und damit lag ich richtig. Und jetzt sieht es doch aus, als könnte ich hier richtig sein. Ich muss nochmal das Spoilerbild vergleichen. Aber ich glaube, ich bin angekommen. Wobei, aber hier muss ich irgendwo sein. Haben wir.